Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Bunker Hill werden wir jetzt erstmal zusehen, ob wir unser Maskottchen-Kostüm etwas verbessern können und den gelben Trenchcoat, den wir gefunden haben. Und danach wollen wir mal schauen, ob wir es schaffen, bis zur Magra-Fischverpackungsanlage zu kommen. Genau, und das Gaussgewehr können wir vielleicht auch noch verbessern. Ja, da waren wir doch gerade schon hier an der richtigen Stelle. Waffenwerkbank. Und Rüstungswerkbank. Gelber Trenchcoat. Also, unseren Helm können wir nicht verbessern. Den Teddybärenhelm. Aber den Trenchcoat. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Nun, wir können ballistisches Gewebe nochmal MK5 draufgeben. Ballistische Phase haben wir 267. Oh, das ist immer noch ein bisschen wenig. Denn wir wollen ja noch ganz viele andere Sachen für unsere Siedler verbessern. Und da bräuchten wir schon sowas um die 5000 oder so. Ja, wenn wir alle Siedler verbessern wollen, dann brauchen wir sehr viel, ja. Nun gut, aber diesen gelben Trenchcoat können wir einmal verbessern. Das werden wir auch tun. Warum zwei? Ich wollte 5. Ja. Und damit ist er gepanzert jetzt. Hat somit eine Schadensresistenz von 110 ballistischen Schaden und nochmal 110 Energieschaden. Dazu auch nochmal Strahlungsschaden 5. Hält er ab. Charisma 1 bringt er uns und Ausdauer 1. Gewicht 3 und Wert 124 Kronkorken. Na gut. Schade. Die Abernethy-Farm wird angegriffen. Ja, das haben wir aber. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Das haben wir schon länger nicht gehört. Unglaublich, dass Kessler diese Stadt am Laufen hält. Mit den Karawanenbossen und den Raidern. Ach, tja. Dann wollten wir doch die Waffe für Curie noch verbessern. Mal sehen, ob sie... Sie wird die wahrscheinlich gar nicht tragen können. Aber wir probieren es mal aus. Verstrahlend großes Magazin Gaussgewehr. Mal sehen, was wir bestens da rausholen können. Abgeschirmter Lauf hat es schon. Den hat es schon, den abgeschirmten Lauf. Und Rückstoßdämpferkolben. Auch da ist es schon sehr gut verbessert, wie man sieht. Ganze Kondensatoren. Da können wir noch die Kondensatorverstärkerspule anbauen. Ja, das bringt nochmal sehr viel mehr Schaden, aber auch Gewicht. Außergewöhnliche Magazinkapazität, überlegener Schaden. Kostet uns nur 4 Aluminium, ausgerechnet Aluminium. Federn 10 und Gold 5, Kleber 8 und nukleares Material 5. Schaltkreise außerdem noch 8 und Schrauben 10. So, so. Ja, aber das machen wir dann einmal. Und es hat das Nachtsicht-Zielfernrohr drauf. Das ist aber, denke ich, jetzt auch mal schon ganz gut. Wobei ich gerade sehe, das Nachtsicht-Langreichweiten-Zielfernrohr ist noch sehr viel besser. Die Präzision ist dadurch nochmal verbessert. Nämlich von 99 auf 113. Das machen wir doch einmal. Nachtsicht, überlegene Vergrößerung und Präzision durch das Visier. Wir brauchen 4 Schrauben, 6 nukleares Material, 5x Glas, 2x Glasfaseroptik, 2 Schaltkreise. Nein, 3 und Aluminium wenigstens 7. Ja, das fertigen wir dann einmal an. Einmal haben wir es gemacht. So, dann könnten wir das... Na, wir gucken erstmal und sprechen mit Curie, bevor wir es umbenennen. Hey, willst du etwas von mir? Denn Curie, weiß ich, sie hat schon ein Gaussgewehr von uns bekommen. Hier ist es, die letzte Minute. Nein, die können wir ihr nicht wegnehmen. Richtet auch einen Schaden von 463 an. Und das, was wir haben, richtet den gleichen Schaden an.
plus zusätzlich eben diesen, ja, diesen Strahlungsschaden. Also besser wäre das dann eigentlich schon, was wir hier geben könnten. Aber die letzte Minute, da wissen wir, wo sie ist. Wenn wir sie mal suchen sollten, dann wird uns einfallen, oh, Curie hatte irgendwie ein Gaussgewehr. Aber hier, das Gaussgewehr können wir ihr doch mal wegnehmen. Die Minigun, die soll sie ruhig behalten. Und sie hat sich Glück, panzerbrechend ein automatisches Teil irgendwo herbeschafft. Das haben wir ihr mit Sicherheit nicht gegeben. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Nur das nehmen wir ihr mal wieder weg. Huhu, yeah, da sieht man's. Glück panzerbrechend, automatisch, Impro-Gewehr. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Aktuelle Mods. Panzerbrechender Automatikverschluss, verlängerter leichter Lauf, Rückstoß, Dämpferkolben, Schnellladetrommelmagazin, Reflex, Visier und Mündungsbremse. Richtet einen Schaden von 12 an. Ach, wie neckisch. Feuerrate 127, Reichweite 174 immerhin, Präzision 83, Gewicht 5,4 Pfund. Und Wert nur 157, ja. Ja, das hat sie sich irgendwo, hat sie sich das hergeholt. Injektor hat sie. Injektorgewehr. Moment, die Minigun, die richtet ja gar keinen Schaden an, die nehmen wir ja auch mal ab und verbessern die wenigstens. Und die Maschinenpistole, ja, die muss sie auch nicht unbedingt mit sich herumtragen. Verstärkte Kampfrüstung, Beinmod. Ich weiß nicht, warum sie das mit sich herumträgt. Ansonsten hat sie ja gar keine Munition und so. Ach komm, wir... Harte Arbeit, wie jeden Tag. Wir schmeißen jetzt... Das Gleiche. Wir schmeißen jetzt erstmal das Teil, was wir ja da abgenommen haben, das legendäre Teil hier oben rein. Oder mach eine Scharfsch... Das sollte dann mal Richtung... Richtung Sanctuary Hills gehen. Schaden 12. Also den Maskottchenkopf, den behalten wir aber erstmal. Genau wie die DB Tech-Uniform. Schützenausbildung. Ach so, vielleicht haben wir hier eine bessere Minigun drin. Nur das Nudelholz ist noch legendär. Hallo, lass mich. Hm? Wollte sie uns untersuchen, gratis? Besonderes, aber immerhin etwas. Falls ich einmal Reparaturen nötig haben sollte, scheint sie die nötigen Fähigkeiten zu haben. So, dann machen wir ihr mal etwas Besseres daraus. Schaden 9 richtet es also jetzt an. Und mit dem Dreifachlauf hat es eine etwas geringere Feuerrate, wie man sieht. Also sieht schon sehr schlecht aus. Unterlegene Feuerrate, erhöhter Schaden, erhöhte Reichweite, erhöhte Präzision und... bessere Rückstoßdämpfung. Na, das soll sie mal haben. Standardvisier, Gunnervisier. Erhöhter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Keine Mündungsbremse. Sollen wir ihr den Reißwolf geben? Überlegener Nahkampfschaden, unterlegene Reichweite. Oh, das ist aber sehr schlecht. Aber Nahkampfschaden, da kann sie dann noch mal mit draufhauen. Ach komm, machen wir mal. Dann benennen wir das gute Stück noch um.
Dann laufen wir auch nicht Gefahr, das aus Versehen zu verkaufen. Und auch das Gauss-Gewehr. Die Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. So, versuchen wir das mal so. Ob sie das wohl nimmt oder ob sie immer noch überladen ist. Na, Curie, wo bist du? Was? Sie weiß schon Bescheid wahrscheinlich. Sie soll wieder etwas tragen. Mama führt die Praxis. Sei also lieber nett zu mir. Okay, ich bin nett. Ach, da bist du ja. Hey, was willst du? Das habe ich alles dabei. Nein, sie kann nichts mehr tragen. Ja, schade aber auch. Aber Munition kann sie noch tragen? Ja, das hat's jetzt aber nicht gebracht. Ja, Curie, dann tut's mir leid für dich. Dann schmeißen wir das, in die Kiste für Sanctuary Hills. Oder wir müssten ihr etwas abnehmen. Also das mit der Minigun fand ich gut. Dass sie damit rumgelaufen ist und auch was damit anrichten konnte. Aber da haben wir ja auch eine bessere Minigun schon. Da haben wir doch auch mit Sicherheit viele, viele Legendäre schon irgendwo gesammelt. Aber Gewicht 36, ja, das können wir Curie jetzt schlecht irgendwie rausholen. Da müssen wir mit Sicherheit dann zwei Waffen wegnehmen oder so. Dann lassen wir das lieber. Außer Munition vielleicht. Mal sehen, was sie da so noch tragen kann. Stopfen wir sie mal voll mit 5mm Patronen. Und vielleicht... Vielleicht findet sie ja irgendwo noch mal eine Minigun. Irgendwie behilflich sein. Ja, Munition nimmt sie. Das war aber auch ordentlich. Schade. Ja, dann hat sie 800 Schuss. 5 mm. Ja. Und uns geht's nicht gut. Was haben wir denn? Lethargie, Ermüdung. Oh, du benötigst häufig Schlaf. Ja, was machen wir denn dagegen? Häufig schlafen gehen. Curie, dann gehen wir nochmal schlafen. Weiterer Tag an deiner Seite. Jetzt haben wir zusätzlich auch noch Hunger und Durst. Und die Abernathy Farm konnte sich selbst verteidigen. Wir können doch nicht nochmal schlafen gehen. Sind wir immer noch müde? Lethargie und Ermüdung. Wir benötigen häufig Schlaf. Naja, vielleicht... Renkt sich das wieder ein, aber ich meine, AP-Regeneration minus 50% dafür, dass wir jetzt noch ein bisschen umherstreifen wollen, das ist schon ordentlich. Das ist mal richtig happig, doch. Leicht hungrig, na gut, dagegen können wir ja was unternehmen. Ach so, und umziehen können wir uns auch so. Die konnten wir auch nicht verbessern. Glück 2 bekommen wir dafür. Ja, schön, um
so ein bisschen umherzulaufen damit, aber ansonsten werden wir wohl wieder auf unsere Atomcats-Jacke zurückgreifen später. Dann, ja, was? Dann habe ich aber gesehen, wir haben hier noch Wasser drin. Der wird alles von Robotern betrieben. Und Depp hat hoffentlich noch... Nur zu. Ich habe von allem etwas. Aus aller Welt. Unsere Kronkorken. Klar. Ich schau mal, was du hast. Du musst vielleicht ein bisschen suchen, aber ich habe erlesene Sachen. Sie hat noch einige Kronkorken. Ob es unsere sind, ist jetzt schwer zu sagen. Aber sie hat das ganze aufbereitete Wasser noch, also wird es schon das von uns sein, alles hier. Ja, komm, dann bekommt sie einen kleinen Tipp. Kleines Trinkgeld von uns und der Rest kommt hier eben wieder rein. Wasser. Und wir müssen immer noch häufig schlafen. Ob das was bringt, wenn wir jetzt zum Arzt gehen mal? In letzter Zeit. Ja, alles ziemlich gut. Das ist gut. Sprich lieber nicht mit den Raidern. Die können grob werden. Wir versuchen es mal über den Arzt wegzubekommen. Ich sollte mir das besser mal ansehen. Unterwegs wirst du nicht auf allzu viele Ärzte treffen. Ja, dann heil mich. Ja, sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Ach, ich bin immer müde. Ich habe in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Wurde ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Und schau dir mal meinen Kopf an. Da muss doch was passieren. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Nein. Ich glaube, bis auf den Kopf ist alles in Ordnung. Was war's? Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay. Und geht's? Ja, hier, sie hat es wegbekommen. Lethargie und... Na, ich meine, das hat aber in der Vergangenheit auch schon mal nicht geklappt. Och, wie auch immer. Curry, dann legen wir uns noch ein Stündchen hier zu den... Ich fühle mich wunderbar erholt. Das freut mich, Curry. Weißt du, hast du hier irgendwo den Dekontaminierungsbogen gesehen? Ich glaube, den haben wir wieder abgebaut, wenn hier überhaupt mal einer gestanden hat. Ja, hier müssen wir auch noch bauen. Bauen, bauen, bauen. In jeder sieht... Na, nicht in jeder. Wir haben schon welche soweit fertig. Bleib auf den Straßen. Dann ist deine Überlebenschance größer. Cricket, in diesem ja, Job jetzt wird nicht, man nur alt, oder? Wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Na komm, Cricket. Sprich lieber nicht mit den Raidern. Die können grob werden. Soll ich etwas für dich tragen? Oh, hoppla. Unglaublich, dass Kessler diese Stadt am Laufen hält. Mit den Karawanenbossen und den Raidern. Gibt es hier nur Farmer? Oh, scheiße. Die wollen nur Impro-Pistolen und Munition. Wo sind die Verrückten, die sich nach Mini-Atombomben sehen? Ja, ich hier. Ich. Cricket. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst sie einfach kaufen. Abgemacht. Handeln wir. Klar. Ich schau mal, was du hast. Und da sind sie. Hat dein Herz auch kurz ausgesetzt? Oh, das hört sich nie gut an, wenn sie das sagt. Eines Tages finden wir sie irgendwo. Liegt sie in der Ecke? Blei, Silberfedern, Zahnräder, na gut. Und ich hoffe, genau, Brennstoff. Wunderbar. Na, so füllen der sich doch unsere, ist ziemlich gut. Unsere Taschen auch ganz langsam wieder ein wenig. Mama, für... Tut mir leid.
Ich wollte nur gerade was weglegen. Nudelschalen, ja, davon sollten wir noch welche herstellen, bevor wir weiterziehen. Die Praxis. Sei also lieber nett zu mir. Abgemacht. Oh, da hat sie eine schöne Katze gemalt. Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Ja, merkwürdig. Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Suppe, 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 Nudelschalen. Ach was, zwei Klingenkorn? Da stimmt doch wieder irgendetwas nicht. Ich glaube, die Verbindung ist abgebrochen zu den anderen. Dann wurde ein Versorger hier getötet. Nein, eine Versorgungsroute besteht nach der Burg. Von der Burg geht's überall anderswo hin. Ja, nochmal, ich glaube nicht. Die Idee kam aus der Community, dass wir doch alle Versorger nach Sanctuary Hills schicken sollten. Ist schon eine ganze Weile her. Aber ich glaube nicht, dass das die beste Idee ist. Ich glaube so, jede Siedlung mit jeder irgendwo so kreuz und quer verbinden, immer die kürzeste, den kürzesten Weg zu nehmen. Also ich zumindest hatte eine bessere Übersicht dadurch. Ich habe sofort gesehen, wenn da jetzt irgendwas unterbrochen war, aber ja gut, wie man es will. Ist da überhaupt ein großer Unterschied? Ich glaube nicht. Aber Bunker Hill müsste doch... Na gut, das ging von der Burg. Die Burg geht nach da und das ist eigentlich alles miteinander verbunden schon. Nach da? Was ist da? Hier ist Gutshaus Croak da oben. Aha, hier in County Crossing hört es vielleicht auf. Ja, ich überlege gerade, wenn wir jetzt die kürzeste Verbindung immer nehmen, naja. Wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil? Also der Nachteil ist schon mal ganz klar, wenn wir in Sanctuary Hills sind, dann wimmeln da die ganzen Versorger herum. Und dann sind die Versorgungsrouten ja auch ziemlich weit von Sanctuary Hills. Ja, wie gesagt, ist gehopst wie gesprungen, ist eigentlich egal, meine ich. Also, Bunker Hill scheint aber trotzdem hier ein Problem mit der Versorgungsroute zu haben, oder? Zur Burg geht es. Denn wir müssten, ach, bestimmt 100, ach, weiß ich nicht, Klingenkorn müssten wir wirklich genug haben. Ja. Da wächst nichts, hier ist auch nichts. Ja, da müssen wir mit dem auskommen, was wir da haben. Nudelschalen. Kein Klingenkorn. Ja, das Gute ist, die Nudelschale, die wiegt auch nur 0,5, also ist noch relativ günstig. Todeskralle Wellingham. Ja, find mir mal ein Todeskrallenei. Wo findet man die denn? Das ist ja viel zu selten. Potatoes sind auch so wenig. Hab ich doch nicht gehört vorhin? Mit der Ernte läuft es hier ziemlich gut. Eichhörnchen-Eintopf. Na, komm, wir machen noch zwei Gemüsesuppen. Und dann soll es reichen. Anderswo wohl geschehen ist. Ist das Schicksal des Commonwealths atypisch, weniger extrem oder sogar noch ausgeprägter? Ja, das ist mal interessant zu wissen. Ich glaube, das ist überall so, Curry. Wobei im leuchtenden Meer, da geht's ja doch ein bisschen mehr zur Sache. Jetzt aber.
Dann geht es jetzt erstmal zur nächsten Siedlung. Da gucken wir uns um. Da müsste es auch etwas mehr Klingenkorn geben. Und wenn nicht, müssten wir vielleicht noch etwas dort anpflanzen. Das mit Bunker Hill, dass es dort so wenig Klingenkorn gibt, das hat mich doch jetzt sehr gewundert. Wir können ja in County Crossing dann mal ausprobieren, dort noch ein bisschen was herzustellen. Denn wenn wir da auf einmal Zugriff auf Klingenkorn haben mehr, dann stimmt wirklich was mit der Versorgungsroute nicht. Also von hinten bringt der Teddybär jetzt auch nicht so viel. Dieser... Was? Dieser Maskottchenhelm. Bleiben Sie wachsam, wie ruhig es auch scheint, Mark. Wer war das denn? Was macht er denn hier? Auf die nächste Mission. Was machst du denn hier? Du gehörst doch eigentlich zum Versteck des Mechanist. Wie ist der denn hierher gekommen? Ich meine, das Versteck des Mechanist ist ja jetzt nicht weit weg von hier. Es fehlt an Klingenkorn, aber hier auch. Ich sollte mehr Schießübungen machen. Haben Sie alles, was Sie dafür brauchen? Wir können immer noch mehr suchen. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Aufbereitetes Wasser. Immerhin 67. Naja, das ziehen wir uns mal raus hier. Ein paar Kronenkorken. Ich würde ja gerne bauen, aber wir müssen weiter, Curry. Tut mir leid. Wir bauen ein andermal, okay? Du möchtest ja sowieso eher die Gegend erkunden. Ich beneide Sie. Vaters Nachfolge anzutreten wird nicht leicht. So weit sind wir noch nicht, mein Freund. Also, nochmal, die Richtung ist jetzt... Ja gut, wir kommen über den Slog wahrscheinlich. Oder über... Die Kinder Cripple Greentop, aber unser Ziel ist nach wie vor Makra Fischverarbeitung oder Fischverpackung. Das ist das. Oder kommen wir an der Finch Farm auch vorbei? Die Finch Farm, die ist es da vor uns. Da laufen wir direkt drauf zu jetzt. Coole Schuhe. In Blau. Schick. Gut, kein Mr. Gerzi hier. Sehr schön. Aha, da geht's schon sofort wieder weiter. Mit der Sammelwut, meine ich. Ja, und wenn wir schon mal bei der Finch Farm sind, Curry, was meinst du? Dann gucken wir doch da auch mal, oder? Haha. Machen wir mal einen auf Bär. Bär. So, was habt ihr denn Schönes gesammelt für uns? Aufbereitetes Wasser? Nein. Kronkorken, ja. Das ist aber hier überhaupt nicht schön, dass ihr so wenig Wasser habt.
Hier passt ja auch nichts hin an Wasser. Industrielle Wasseraufbereitung. Was zum... Was habt ihr denn? Was ist da gerade passiert? Ja, was ist denn hier los? Da ist doch nichts. Jetzt rennt nicht... Wieder. Bitte, komm nicht wieder. Gefährlich. Denn wenn einer von den Finchs getötet wird, das ist nicht so toll. Sieh dir nun mal das ganze Blut an. Denn mit den Finchs müssen wir doch noch handeln. Habt ihr den Eimer hier hingelegt? Oh yeah. Nachtaktiv, Todeskrallenhandschuh. Verursacht zusätzlichen Schaden mit fortschreitender Nacht. Und weniger Schaden am Tag. Aktuelle Mods, Zusatzklaue. Das wäre doch was für Curry. Schaden 82, naja. Geschwindigkeit mittel, Gewicht 12. Wert 397. Das nehmen wir mal mit, vorsichtshalber. Sonst schnappt sich das noch wer anders. Ja, und das gerade zu einer Zeit, wo ich so überlegt habe, ob wir hier nicht, da wir gerade mal hier sind, nicht hier schon mal so ein paar strombetriebene Wasseraufbereiter hinbauen sollen. War das jetzt echt nur ein Gunner, der hier rumgerannt ist? Wer bist du? Ein Siedler, der seltsam angezogen ist. Hey, wie geht es dir? Hey, danke, gut. Dein Kleid passt ja zu deinem Mundschutz. Ja, ja. Nee, ihr habt schon recht. Stimmt schon. Hallo. Ja, meine ich auch. Genau. Ja. Da schauen wir doch erstmal nach oben. Ja. Oh ja. Dürfen wir mal? Darf ich mal? Siedler. Vorbei, darf ich? Dann springen wir halt über deine Schulter. Ja? Ja. Ja, da müssen wir uns Gedanken machen. Denn ich bin dafür, dass wir nachher, also später, hier können wir doch bauen. Wie weit können wir denn hier bauen? Ach, die ganze Brücke können wir hier bebauen. Ja, und da bin ich auch dafür, dass wir also später mal hier oben die ganzen... Ach was. Ja, dass wir hier die strombetriebenen Wasserpumpen aufbauen und dass wir... auch die Verteidigungsanlagen eventuell nach hier hin bauen. Die Moral ist auf 87, was mich ein bisschen wundert. Das ist ja eine ziemlich gute Moral dafür, dass ihr eure Betten hier neben den Geschütztürmen stehen habt. Da finde ich das aber schon erstaunlich. Ja, aber sonst passiert ja auch nicht viel bei euch in der Siedlung. Ist ja alles relativ selten angegriffen. Ist die Frage, dass mit den strombetriebenen Wassergeneratoren. Ja, wollen wir das denn überhaupt hier stehen haben? Ein bisschen mehr Wasser wäre schon nicht schlecht.
Wir können hier gar nichts bauen? Ha! Wir können nichts bauen, weil der Bauplatz oben, der Größenbalken, ist voll. Naja gut, ich hätte es jetzt gerne mal ausprobiert, wie das hier so hinpasst. Wie viele man da so hinbekommt ungefähr. Das Auto können wir bestimmt dann nochmal runterschubsen. Oh, nicht, dass es jemandem auf den Kopf fällt dann. Ansonsten finde ich, ja, hier sind eure Betten vor allem. Aber ich glaube auch weiter unten sind noch Betten. Ja, hier und ganz unten. Auch hier, da ist es ja relativ ruhig. Also, naja, hier jetzt gerade nicht. Ach, es wird schon gehen. Ich hatte jetzt nur gehofft, ihr habt ein bisschen mehr Wasser hier für uns. Haben wir auch nach Kronkorken schon geguckt? Ja. Da ist gar nichts. Na, die Kleidung haben wir dann einfach so immer hier reingeschmissen, wie das aussieht. Ja, hier wurde eben noch nicht so viel gebaut. Aha, ja, gucken könnten wir nochmal. Keine Kiste hier vorne? Nein. Und nochmal, wir können ja nichts. Aber jetzt können wir eine Kiste wenigstens hier hinstellen. So nämlich. Ach, richtig. Können ja gar nichts bauen. Ach, dann lassen wir es auch. Wahrscheinlich haben wir deswegen hier so selten gebaut. Weil der Bauplatz voll war. Na, komm, Curry. Wir legen uns hier mal ganz kurz aufs Ohr. Da ist schon wieder... Der Versorger aus Far Harbor mit der Wimpower-Rüstung. Und den haben wir schon öfter gesehen. Ach, Jake, das ist so lange her. Jetzt mach dir mal keinen Kopf. Ja, so können wir wenigstens wieder sprinten. Aha, jetzt sind wir müde. Wir werden in Death Lock, da werden wir schlafen gehen. Wir müssen nur Sargus Ironworks weitläufig umlaufen wieder. Und mit denen möchte ich mich immer noch nicht so gerne anlegen, mit ihren Flammenwerfern. Die sind ja verrückt. Wir machen überhaupt nichts und die kommen da mit Flammenwerfer auf uns zu. Ihre dämlichen, ihre komischen Flammenwerfer. Das, nee, das muss ja nicht sein. Ist das hier ein Weg? Eine Straße? Naja, wenn es das ist, dann fehlt hier die Brücke.
Fall, so wie wir gesehen haben in Boston, da scheint es doch noch einiges zu entdecken zu geben. Sieht mir ganz danach aus. Hallo. Hallo, Arbeiter. Hey, wie geht es dir? Hey, gut. Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar. Schon gut. Na, die sind glücklich hier, was? Ja, Moral bei 72 ist doch ganz in Ordnung so. Scheint wirklich was zu werden. Ach, ihr habt den Spielautomaten auch schon hier. Ja, dann verstehe ich, dass es euch gut geht. Siehst du, ihr habt wenigstens ein bisschen aufbereitetes Wasser. Aber keine Terbeeren habt ihr. Selber erntet ihr keine Terbeeren. Kronkorken und wir sind wieder über 100.000. Das ist doch schön. Das brauchst du doch sicher nicht alles, oder? Ich glaube auch, Curie. Das brauchen wir nicht alles. Wo ist... Ach, hier ist eure Kochstelle. Das Feuer habt ihr ausgehen lassen. Naja, wird schon. Ja, Klingenkorn Notstand. Definitiv. Was? Was? Hm? Diesen Nein. Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Ja, da haben wir euch doch mal was Gutes getan. Und wie man hört, hier müssen auch die Geschütztürme weiter nach oben gestellt werden. Das wäre mir zu laut, hier zu schlafen. Curie. Ich bin ein Teddybär. Mit dem Teddybärenkopf. Hast du gut geschlafen, Schatz? Aber sieh schon. Wer hat denn hier so eine Unordnung gemacht? Ich kann einfach nicht verlieren. Ja. Dann können wir hier also auch überhaupt nichts. Ach, hier ist doch. Guckt euch das an. Warum erntet ihr das denn nicht? Scheint wirklich was zu werden. Klingenkorn ohne Ende. Wiseman ist ein großer Mann mit einem großen Anspruch. Außerdem verdanke ich ihm mein Leben. Wir müssen Forscher und Stätten des Wissens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Was? Naja, gut, alle haben wir jetzt dadurch nicht geerntet. Wir waren zu schnell beim Laufen, beim Ernten. So. All die Karotten. Und noch Mutterbeeren. Ja? Nein, nein. Ach so, Moment, Moment. Aufbereitetes Wasser haben wir ja auch wieder dabei.
Nudelschalen. 10 Stück können wir herstellen oder 5. Dann können wir nämlich in der nächsten Siedlung noch etwas Klingenkorn anpflanzen. 10 kann man hier ernten. Ja, das reicht ja. Lol. Lol. Oh. Hat hier jemand was reingestopft? Nein. Der Arbeiter ist und bleibt tot. Wir tragen ihn mal so außerhalb der Stadtgrenze, der Siedlungsgrenze. Legen wir ihn dorthin. Am Baum schön. Da kann er dem Baum noch was Gutes tun. Vielleicht die Wurzeln massieren oder so. Nein, 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 nein. Wir wollen erst gar nicht anfangen, uns hier wieder mit den Leuten anzulegen. Ja, so eine Verteidigung. Aber keine Wachen habt ihr, oder? Und ich habe noch nie gesehen, dass hier Händler gewesen sind. Doch, Wachen sollten auch hier umherlaufen. Ach, da steht einer. Der ist aber nicht korrekt gekleidet. Ja, wie auch immer. Schutz. Oh, so viel Wasser habt ihr hier. Ja, das ist doch schon. Das ist doch schon alles in Ordnung. Wie gerne wird man hier bauen. Gut, dass das der Größenbalken, gut, dass der voll ist. Da hört man nie wieder auf mit dem Bauen. Also schön. Euch geht's ja scheinbar ganz gut hier. Und was? Wir können noch ein bisschen was weglegen. Eine Erntekiste. Ach so, da ist ja eine gelbe Kiste. Da können wir ja hier erstmal was reinschmeißen. Erstmal gemischt. Ihr habt ja sowieso hier wenig. Wir sind auch ganz selten hier bei euch. Terbeeren. Na, die sollten wir lieber in die Werkstatt werfen, auf dass die dann verteilt werden auf die anderen Siedlungen. Ich verstehe gerade nicht, warum wir schon wieder so überladen sind. Kein Schrott. Die Terbeeren, die wiegen ja nichts. Aufbereitetes Wasser, haben wir das nicht gerade erst hier rausgeholt? Ah, die Karotten schmeißen wir jetzt hier rein. Nahrungsüberschuss. Naja, egal. Die Terbeeren, die sollten hier rein. Genau. Du bist zu schwer bepackt. Richtig, Curry. Ach, jetzt geht's. Gut. Können wir uns hier auch hinlegen? Nein. Nein. Hey, wie geht es dir? Ja? So, ja. So ein Stündchen nur. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Das ist immer schön, wenn man morgens so schön begrüßt wird von Curry.
Also wir gehen jetzt freiwillig hier rüber, ja? Sehe ich das richtig so? Freiwillig Richtung, ja, Todeskralle. Hier gibt's doch immer eine. Unter dieser Brücke, unter diesem Brückenabschnitt irgendwo wohnt die. Ach so, ja, hier. Da könnten wir normalerweise ein bisschen was an... Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Was ist denn da los? Der schießt durch die Wand, aber wir nicht. Warum treffen wir denn nicht? Das kann doch nicht sein jetzt. Curie, komm, wir hauen ab. Das bringt ja gar nichts mit denen. Andere Waffe? Oh, mit einer anderen Waffe treffen. Deine Taten könnten Verletzungen zur Folge haben. Nein, wir treffen keine Raider mehr. Doch. Die sollten wir... Ach so, da ist eine Glasscheibe. Vielleicht die können rausschießen, aber wir nicht rein. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit ist nahe. Was ist denn los mit dieser Waffe? Damit treffen wir auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir müssen doch wenigstens treffen. Vielleicht wegen dem Teddybär im Kopf? Aha. Irgendwas schießt noch. Und ein Geschützturm müsste noch irgendwo sein. Curie rast schon nach unten. Naja, vielleicht sammelt sie sich wieder irgendeine Minigun oder so etwas. Nun gut, wenn auf Curie nicht mehr geschossen wird. Ah, doch, deine Ecke ist noch ein Geschützturm.
zwei müssten da noch irgendwo sein. Ach da. Oh, super, Curie, du kannst ja richtig treffen. Ja, ich weiß nicht, was das gerade war, weshalb wir da nicht getroffen haben. Aber das hatten wir ja öfter auch schon. Im Baumenü auch. Hier bei Dunwich Boras ist das zum ersten Mal jetzt passiert, wenn ich mich recht erinnere. Aber im Baumenü zum Beispiel hatten wir das schon. Was ist das eigentlich für ein Terminal? Ach so, nur die Turmsteuerung. Naja, die brauchen wir jetzt nicht. Im Baumenü also. Könnte das zu einem Leistenbruch führen? Dass sich da dann, ja, so das Zielkreuz schon mal verschoben hat. Curie, sag mal, wie bist du eigentlich darunter? Ach, guck mal an. Ja, jetzt klappt es wieder. Einwandfrei. Na, gibt es noch mehr von denen irgendwo? Das sieht erstmal nicht so danach aus. Ja, großes Einsammeln noch zum Schluss der Folge. Da sind wir doch sowieso überladen und dann können wir das gleich in... Ja, wo können wir das lassen? Ach so. Das Gestell bekommen wir wieder nicht. Wir lassen das dann am Haus an der Küste. Ja. Naja, dann gehen wir erst hier runter. Auf der anderen Seite wieder hoch. Wir könnten auch reingehen mal. Ob wir da noch einen Krimpfzahn finden? Ich glaube, das ist einmalig. Wenn man das einmal geholt hat, dann war es das dann auch damit. Immerhin bekommt man hier immer so ein paar Knochen. Ja, Curie, die meisten gehen wohl auf deine Kappe, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, da war Curie jetzt und hat sich auch wieder irgendwo was rausgesucht. Also, dass ihr euch hier so überfallen lasst, das ist ja ein Ding. Dabei könntet ihr das so gut verteidigen hier. Naja, hier ist nirgends Schutz. Wobei ich sagen muss, dass es doch mal sehr, sehr viel mehr... Das waren ja fast doppelt so viele sonst früher hier. Das sind ja die, die wir jetzt unten eingesammelt haben. Die sind ja alleine schon hier oben auf der ersten Etage rumgelaufen. Und dann nochmal unten welche. Ja, Landhaus an der Küste. Das wird ja auch nochmal spannend, da zu bauen.
Ist das Kingsport Leuchtturm? Sieht danach aus. Aber dann sind wir ja ganz falsch gelaufen, oder? Nee. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich dachte, Kingsport Leuchtturm wäre weiter hier unten irgendwo. Aber da ist ja schon Gutshaus Crope. Da wusste ich gar nicht, dass die beiden so in der Nähe sind. Also Landhaus an der Küste und Kingsport Leuchtturm. Quasi nebeneinander schon. Ja, aber zum Kingsport Leuchtturm wollen wir eigentlich nicht. Obwohl, da gibt es sicherlich auch noch schön Wasser. Ja, Curry, was meinst du? Auf dem Rückweg, oder? Ja, auf dem Rückweg. Oh, okay. Auf zum Landhaus an der Küste. Ach so. Er hat sich erschossen da drin. Ja, da müssen wir jetzt nicht jedes Mal reingehen und uns die schöne Verstrahlung zuziehen. Da waren wir, glaube ich, auch schon 2-3 Mal drin. Aber ob der Händler hier unten, ob der noch da ist, das interessiert mich. Also bei den letzten Malen war er nicht da. Wir durften aber auch nichts mitnehmen von hier. Nein. Er ist wohl irgendwo gestorben. Das finde ich schade. Jetzt haben wir Makra Fischverarbeitungen, also Fischverpackungen, immer noch nicht erreicht. Aber wir sehen es schon. Da ist es. Also in der nächsten Folge werden wir schon ankommen. Das ist ja auch eine Siedlung hier. Das wird noch was geben, wenn wir hier bauen wollen. Was? Obwohl, da sie so klein ist und alles so uneben ist, sollte das doch relativ schnell gehen, hier zu bauen. Was brauchen wir denn? Betten? Es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Betten, einen Markt, was ist da oben? Gunner sind da. Na, das wäre ja ein Ding, wenn wir so weit schießen könnten. Ja, ich brauche gar nicht zu fragen, wie es bei euch mit dem Wasser aussieht. Ihr habt ja nichts. 4 aufbereitetes Wasser. Immerhin, da wart ihr fleißig mit euren Pumpen. Ein paar Kronkorken für uns. Der Schrott kommt hier rein. Und sowieso alles, was wir nicht brauchen. So viele Bauhelme. Ja, auch hier. Wir haben ja so selten hier was gebaut. Das schmeißen wir jetzt erstmal alles hier rein. Oh nein! War zu schnell. Was haben wir hier jetzt reingeschmissen? An Kleidung, was nicht sollte. Die Brille. Nur die Brille. Und die Brille mit dem schwarzen Gestell natürlich. Ja. Curry, da müssen wir hier eben in dieser komischen... Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Dann liegt hier auch noch so einer rum. Wie sollen wir denn hier überhaupt was bauen? Kann man hier überhaupt irgendwas abreißen?
Wow, das bleibt so. Das Auto kann weg. Ja, aber das Auto finde ich immer ganz schön in der Siedlung. So, dekotechnisch. Oh! Mhm. Ja, wie gesagt, das wird ja was geben. Jetzt ehrlich? Ja, es gibt ein Höhlengeräusch hier unten. Gruselig. Ja, und wir haben euch auch noch so viele Leute hierher geschickt, als wir Platz in anderen Siedlungen in Ten Pines Bluff letztens brauchten wir doch Platz zum Bauen. Also die Siedler sollten uns da nicht... Stand hier nicht auch mal ein Haus? Habe ich so in Erinnerung? Ist das weggekommen? Hier konnten wir nicht weiterbauen. Ja, das muss alles weg und nochmal aufgebaut werden. Außer die Fundamente. Die Fundamente, glaube ich, sind gut. Die Moral ist ziemlich gut hier. Für so eine... Das ist doch keine Siedlung. Ihr wohnt im Müll. Aber schöne Aussicht habt ihr hier. Eine wirklich nette Aussicht. Das kann man auch nicht abreißen hier. Der Hänger wird bleiben. Wie ist das Ding überhaupt hier hochgefahren? Ja, das ist eingestürzt und dann ist da unten eine Höhle entstanden irgendwie. Hier muss ein Weg hochgeführt haben, eine Straße irgendwie, so etwas. Ja, das wird's wohl sein. Naja, gut. Die Zäune könnten wir aber abreißen, ja. Oder gerade hinstellen, nein. Brahmine habt ihr genug. Das wird eine Herausforderung. Nein. Ja, das wird schon irgendeinen Grund haben, dass ihr euch ausgerechnet hier niederlassen wollt und nicht zum Beispiel da drüben oder auf der Brücke da oben. Da wäre doch noch eine schönere Aussicht. Aber hier könnt ihr bis zum Kingsport-Leuchtturm gucken. Da drüben, naja, auch gut. Ja, Curie, komm. Wir Teddybären noch ein bisschen. So. Ordentlich schlafen gehen. Zum Abschluss noch einmal. Ja, dann darf ich mich schon bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen und für eure Kommentare auch. Lieben Dank dafür. Danke für eure Likes. Müssen wir wirklich aufstehen? Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.